Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge-Folge. Ihr seht wieder, ja, wie ich den Laden leer kaufe. Mal wieder kein Sammelalbum drin. Aber vielleicht habe ich ja Glück und finde es. Ich kann sagen, ich habe in dieser Aufnahme nicht so viel Pech. Aber auch nicht gerade das Glück, was ich erwarte, um Waterball noch irgendwann mal einzuholen. Ja, ich kaufe mir jetzt erstmal den Laden munter leer. Bin auch die Items ein bisschen am Vergleichen. Und ja. Und ich beginne jetzt die erste Quest. Und nun schalte ich erstmal direkt zum Gilden Raid. Gegen das Knochenschloss. Das haben wir geschafft. Ich überspringe das immer ganz schnell und so kriege ich den Überblick über die ganze Gilde. Und ja, wir haben Raid-Hilfe gekriegt von Mr. Gray, hieß er, oder Sir Gray. Ich weiß es jetzt nicht. Ja, Sir Gray. Und ja, wir schaffen den. Ich gewinne die Erfahrung. Und direkt stürze mich in die nächste Quest. Alles ganz einfach mittlerweile. Ich habe jetzt meine Equip zusammengesammelt und jetzt kaufe ich ihn da noch ein bisschen leer, in der Hoffnung, dass ich noch irgendwas finde. Der Zauberladen ist voll mit Pilz-Items und da finde ich den Dungeon-Schlüssel. Super Sache. Freue ich mich. Skill noch ein bisschen was und ja, das Gespenst wird ja wohl umgefurzt. Ja, unflätig ausgedrückt. Ja, Two-Hit. Ganz locker geschafft und direkt wieder in die Quests rein. Die Alu muss ja schnell rum. Und da droppe ich einen Pilz. Ja, was denkt ihr, was ich mit dem mache? Ich blätter und ich winne kein Sammelalbum. Yay! Das hat mich gefreut. Gut, dass ihr hier das nicht gesehen habt. Ich war so aggressiv. Ich habe auch richtig Shakes beleidigt. Weil das macht keinen Spaß, wenn man 7-mal blättert und nicht einmal ein Sammelalbum rauskommt. Ja, da habe ich ganz kurz falsch gecuttet, da habe ich vergessen, die Aufnahme zu brechen. Aber egal. Ja, weiter geht's mit Questen. Viele Geschicktränke habe ich gefunden. Ist ja schon mal etwas, um es so zu sagen. Und ein 25% Trank. Aber den kann ich mir leider nicht kaufen, da mir die Pilze fehlen. Ja, jetzt gucke ich nach einem neuen Arena-Gegner, verliere auch noch gegen einen Krieger, was eigentlich schon für einen Kundi peinlich ist. Aber ich bin ja auch kein guter Kundi, gebe ich auch zu. Ich bin eigentlich ein total schlechter Kundi, da ich diese Klasse am seltensten bisher gespielt habe und ich eigentlich nur Ahnung von Magiern und Kriegern habe. Ja, gucke ich nach, ob ich den Kampf probieren kann, aber kann ich leider nicht. Ja, habe ich schon wieder einen Zauberladen leer gekauft und immer noch kein Sammelalbum gefunden. Ich hoffe, dass es am nächsten Tag anders wird. Denn sonst werde ich böse. Ja, da versuche ich den Dungeon. Die Kämpfe zeige ich immer. Auch wieder ein ganz lockeres Ding. Aber kein Epic. Ist auch nicht schlimm, wenn ich jetzt kein Epic kriege. Die Erfahrung ist mir momentan wichtiger. Und das Gold. Da werde ich Level 19. Und ja, die Alu nankt sich auch so langsam dem Ende zu. Jetzt warte ich nach der Alu noch ein bisschen und versuche dann nochmal den nächsten Dungeon. Und ja, ich warte jetzt noch. Und dann mache ich den Dungeon. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal für das kommende Video, was jetzt hier nachkommt. Also das Live-Video. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ja, mal wieder habt ihr meine Alu gesehen und wir haben es kurz vor 0 Uhr, ein bisschen später, denn, oh, schon wieder ein Raid, dann muss ich mal ganz schnell überspringen. Oh, die haben wir verloren, oh, direkt normal. Okay, ja, wie sieht's aus? Ich denke mal, es gibt wieder nur Punkte für Waterball, aber mal sehen. Waterball Level 22, ein Epic 26% Album. Und D-Day hat mich in der Ehrenhalle und ja, hat mich überholt. Super, ich bin letzter in meiner eigenen Challenge. 4, 4, 4, 4,
Wir. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Es war jetzt nichts so Besonderes. Hofft, betet dafür, dass ich das Sammelalbum kriege und wir sehen uns. Bis dann, ciao.